Kurz nach 10, bereits 20 Grad. Offizielle Temperatur soll heute bis zu 27 Grad werden. Gestern war 26 angekündigt und es war bereits 27 Grad. Wunderschön. Allerdings eher teilweise bewölkt statt komplett sonnig. Liane ist unterwegs. Sie versucht Hand Sanitizer, also Desinfektionsmittel, zu bekommen. Denn die hat gestern mit ihrer Mutter gesprochen. Panik wird langsam breit hier in den USA. Und in Indiana kann man schon kaum noch Hand Sanitizer, beziehungsweise Desinfektionsmittel ist schon so gut wie ausverkauft im ganzen Staat Indiana. Und hier in Kalifornien wird das auch langsam knapp. Zumindest angekündigt und jetzt versucht sie noch was zu bekommen. Die Preise steigen bereits für das so ein Zeug. Und ja, bin mal gespannt, wie das hier so weitergeht mit dem Virus. Ja. Und Happy Birthday to me. So schön der Sommer ist, ne? Und angenehm und so weiter. Nee, geht das schon wieder los mit den Mückenstichen hier. Ein riesen Klatsch am Arm. Boah, der juckt wie Hulle. Naja, ein Glück ist es gestern das Paket aus Deutschland gekommen. Mit dem Belixos-Zeug, oder wie das heißt. Denn das wirkt wirklich gegen den Juckreiz. Na, heute muss ich auf jeden Fall die Orangen pressen. Ich habe auch keinen Bock drauf. Naja, und in ganz vielen Läden kriege ich heute kostenloses Essen, kostenlosen Haarschnitt und so weiter. Da muss ich mir mal überlegen, wo ich hingehe. Und so weiter. So, ich bin endlich aus dem Bett gekrochen, mehr oder weniger, schon nach 12. Und es wird langsam warm. Wir haben bereits 25 Grad, 27 soll es ja werden. Gerade mit den Eltern gesprochen, mit den Brüdern und so weiter. So, und die Dan hat hier noch was vorbereitet, beziehungsweise auch den Eltern was mitgegeben. Zwei riesige, drei Ja, sogar. meine Tante und meine Eltern, meine Eltern und mich. Von mir. Mir. Mir? Ja, von mir. Von mir. So, da muss ich natürlich jetzt mal reingucken. Ansonsten, ja. Wissen wir nicht, was wir machen. Eventuell den einen oder anderen kostenlosen Burger abgreifen. Free Shake kann ich ja hier bei Dunkin' Donuts und so weiter. Da werden wir nachher auf jeden Fall mal das ein oder andere Geschäft abklappern und was zum Spachteln besorgen. Ansonsten, boah, ist fast zu warm schon. Also ist man auf jeden Fall nicht mehr dran gewöhnt. Ich meine, 27 Grad ist jetzt nicht zu warm. Aber wenn man nicht mehr dran gewöhnt ist und gerade aus Arizona kommt, wo es nur 3 Grad war, dann ist das schon ziemlich warm. So, jetzt gucke ich mal in die Tüten und guck mal, was da Schönes drin ist. So, eine sehr nette kleine Überraschung von den Eltern und der Tante und den selbst. Hier, kleine Lego-Helikopter, denn es ist ein super cooles Holz-Metallschild, was tatsächlich der Wahrheit entspricht. Denn wenn ich nicht aufgefunden bin, dann bin ich meistens angeln. Und hier ein Set aus heißer Schokolade mit verschiedenen leckeren Geschmacksrichtungen wie Mint und Zimt und sowas. Und von der Lien, ich kann es immer noch nicht glauben, eine Tüte voller Knoppers, Bounty und so weiter. Habe ich nicht gesagt, keine Sweets? Ja, okay, die Knoppers, das ist das perfekte Frühstück für mich, denn mehr brauche ich mir meistens morgens nicht. Und die sind halt einfach so auch so lecker. Das Problem ist, dass wir die wahrscheinlich jetzt schon in den Kühlschrank packen müssen, denn bei 27 Grad sind die schon wieder ein bisschen weich. Naja, auf jeden Fall habe ich mir schon wieder ein, zwei reingezogen. Und ich merke auch schon wieder, mein Bauch wird nicht flacher. Eher im Gegenteil. Er wächst schon wieder. Ich war ja auch schon 3, 4 Tage wieder nicht trainieren. Heute gehe ich auf jeden Fall nicht, auch nicht trainieren, habe ich keinen Bock. Vielleicht gehe ich nachher in den Whirlpool mit meinem letzten Altbier. Aber jetzt geht es erstmal zum Dunkin' Donut. Da gibt es nämlich einen Free Shake. Dann gehen wir hier einen Burger essen, da einen Burger essen, vielleicht nochmal irgendwo an den Fluss oder sonst was. Wir haben ja alles am Start. Von daher, jetzt gehen wir erstmal nach draußen, denn das Wetter ist einfach zu schön, um hier abzuhängen. Also ziehe ich mir noch Schühchen an und auf geht's. It's Mormon. So, erster Geburtstagsstopp bei Dunkin' Donuts. So, nicht weiter geht's zu Taco Bell. Delta. Del Taco. So, Del Taco war der nächste Stopp. Kostenloses Getränk, Shake-Ding. Ja. Oh, schmeckt richtig gut.
Und ja, die Lena hat noch was zu essen bekommen, wofür ich natürlich bezahlen musste. Mhm. 1,18 $. So, jetzt fahren wir zum Bass Pro Shop, obwohl der Verkehr zunimmt. Denn da habe ich das letzte Mal Schuhe gesehen für $20. Und die Schuhe, die ich habe und so ähnlich sind, die sind einfach durch. Die stinken ohne Ende und die sehen einfach total kacke aus. Von daher fahren wir da jetzt mal hin und eventuell, ich habe nämlich auch noch eine $100 Giftcard. Das heißt, alles, was ich da ausgebe, bis $100, das wäre ja kostenlos. Das ist noch ein Weihnachtsgeschenk von vor 1,5 Jahren. Von dem Bruder und den Eltern von der Liane. Von daher, ja, da fahren wir jetzt mal hin. Anders haben wir eh nicht vor. Wir hoffen nur, dass der Verkehr nicht allzu stark ist. Besonders auf dem Rückweg. Das wäre eine Katastrophe. Aber egal. Auf geht's. So, da sind wir bei einem meiner Lieblingsläden. So, mal gucken. Ja, so geht. Boah, der Shake. Ich bin so voll. So, wir sind bei Kohl's. Wir gucken nochmal nach Schuhen, aber ich werde hier nämlich nicht fündig. Ich brauche schwarze Schuhe. Komplett schwarz. Am besten Tennisschuhe, Sportschuhe. Für den Job. Für den Hinweg haben wir 14 Minuten gebraucht. Das Navigationsgerät sagt gerade, wir brauchen 34 Minuten zurück, 20 Minuten mehr. Wegen Verkehr. Ja, hier werden wir auch nicht fündig. Und ich suche Satzschuhe für diese Krücken hier. Da werden wir auch nicht fündig. Also ich muss die ja im Shop anprobieren, damit ich die online bestellen kann. Ich kann mir online keine Schuhe bestellen, denn mein linker Fuß ist 2 cm länger. Von daher. Ja, aber hier werden wir auch nicht fündig. So, wir sind immer noch in Manteca. Wir sind nämlich zu diesem 5-Eleven heißt der Shop. Das ist so ein Tactical Shop. Da kannst du halt so Uniform-Zeug kaufen. Und da habe ich 2 schwarze Hosen gekauft. Die zwar etwas teurer, aber die haben so ein Fabric, heißt Flex. Die ganze Hose stretcht so ein bisschen. Super geil fühlt sich das an. Das war rein Polyester und wenn ich anfange zu brennen, dann brennt sich das schön in die Haut. Deswegen tragen Piloten eigentlich kein Polyester. Aber die fühlen sich super geil an, passen wie angegossen. Die eine war irgendwie $85 und die andere war $70. Nichtsdestotrotz, ich kriege ja nur $20 ersetzt. Das ist gut. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, sind Pilotenhemden. Mindestens 3, wenn besser 4. Und schwarze Turnschuhe. Oder schwarze Tactical Schuhe. Das ist das Einzige, was sie da akzeptieren. Naja, wir gehen gleich nochmal zu Target, aber das war es dann auch. Dann habe ich Bock, mein Bier zu trinken. Eventuell Whirlpool. Und sowas. So, und wir brauchen natürlich jetzt doppelt so lange, mehr als doppelt so lange nach Hause, weil natürlich überall noch Verkehr ist um 5:30. Sonnenuntergang sah erst so aus, als wäre es 5:56. Schöner, aber jetzt nicht mehr. So, also wir sind wieder zu Hause um 5:07. Auf dem Weg nach Hause sind wir noch beim Pitts Barbecue Sandwichladen vorbeigefahren, denn da mussten wir das Sandwich heute kaufen, weil es nur heute gültig war. Naja, auf jeden Fall sind wir an den Counter und er meinte hier ja Geburtstag frei, Freebie. Und dann kann man sich unter allen Fleischsorten alles aussuchen. Dann habe ich das Beef genommen. Boah, war das lecker! Und dann kann man sich dann noch die Barbecue-Soße aussuchen. Süß oder spicy oder was auch immer. Käse noch drauf. Boah, war das lecker! Und dann meinten wir, ja, wir waren noch nie hier und so weiter und das riecht ja gut hier. Und dann hat er uns 4 Coupons gegeben für weitere kostenlose Sandwiches. Also das war wirklich, wirklich gut und lecker. Naja, ich habe 2 neue Hosen. Hosen habe ich, glaube ich, jetzt genug. Jetzt brauche ich nur noch die Pilotenhemden und Schuhe. Also Schuhe hätte ich auch erst noch mal. Aber ja. So, für die DN gibt es jetzt restlich Spaghetti. Denn die hatte kein Sandwich. Aber ich glaube, ich nehme auch nochmal bitte eine kleine Portion Spaghetti. Obwohl ich eigentlich schon genug hatte und mein Bauch, mein Gott. Oh, der fühlt sich so voll an. So, gleich gibt es auf jeden Fall noch das Geburtstagsbierchen. Mein letztes Schlüssel. Und eventuell Whirlpool. Da habe ich nämlich irgendwie Bock drauf. Weil mein Rücken ist immer noch verspannt von der langen Autofahrt. Ja. So, draußen ist es immer noch 19 Grad. Heute wurden pünktlich 28 Grad erreicht.
Habe ich gerade das Wetter gecheckt. Morgen wird es nur 22, übermorgen nur 16 Grad. Nächste Woche dann wieder 26. Dienstag, Mittwoch, aber boah, das war der wärmste Tag. Jetzt wird es erstmal wieder kühler. Naja, die Hosen waren auf jeden Fall teurer, als ich geplant hatte, denn ich kriege ja nur von Papillon $20 pro Hose ersetzt. Aber jetzt sind insgesamt 180 Dollar ausgegeben. Naja, 140 Dollar für zwei angenehme, super angenehme Hosen, die auch noch gut aussehen, kann man ja mal ausgeben. Naja, jetzt ruhe ich mich jetzt mal ein bisschen aus. Erst ein paar Spaghetti, bisschen Nachtisch, Schokolade. Und dann Whirlpool. Das ist der Plan. Mal gucken. Kurz vor 9. Jetzt wird es Zeit, den Whirlpool mal auszuchecken. Wenn da keiner ist, dann springe ich kurz rein. Ansonsten nehme ich nur eine Dusche. Habe ich doch tatsächlich, bin ich gerade kurz weggesackt, also eingepennt. Und der Ryan hat mich angerufen wegen Kajakfishing morgen und so weiter. Boah. Und jetzt habe ich ihn zurückgerufen, geht er nicht dran. Whirlpool war geil, Dusche war, naja, okay. Ab nach Hause, jetzt gibt es endlich das geile Schlüsselalter. Und der Kuchen dürfte auch fertig sein, Vivienne backt nämlich nochmal einen leckeren Kuchen. Obwohl natürlich Bier und Kuchen jetzt nicht so wirklich zusammenpasst. Eine süße Sahne. So, tatsächlich, ich habe den Ryan noch erreicht. Und der ruft mich morgen um 8 Uhr bereits an. Und dann treffe ich mich mit dem Neuner im Fox Grove Park und dann packt er mich ein und dann geht es weiter mit den Kajaks zu dem See. Und dann wird er den ganzen Tag auf Barsch geangelt. Und die meinte, das letzte Mal das Limit ziemlich schnell voll gehabt. Und Crappie und alles Mögliche gefangen. Bin ich mal sehr gespannt. Also, ja, jetzt gibt es erstmal den Geburtstagskuchen. Lilian hat sich versucht an einem Marmorkuchen. Hat aber keinen Zucker benutzt. Did you use sugar? What? Ja. Also da ist kein Zucker drin, da ist so ein Zuckersatzstoff drin. Das ist null Kalorien und so weiter. Schmeckt natürlich nicht. Ich denke, es ist gut. No. Der Kuchen ist nicht süß. Und jetzt ist es Zeit für das Highlight des Tages. Mein letztes Schlüssel.